Guten Morgen, liebe Trader. Morning Espresso, Donnerstag, 11. Mai. Let's get going. Disclaimer in effect. Du kannst mehr verlieren, als du einsetzt. Ich kann keinen Investment Advice geben. Ich kann überhaupt keinen Advice geben. Und es ist alles nur zu Ausbildungszwecken. Im Grunde genommen mache ich es, um zu zeigen, that I actually know what the fuck I'm talking about. So, dass der eine oder andere, der dieses Geschäft erlernen möchte, Interesse hat, sich meine Webseite anzusehen. So. Short Aussie Dollar ist weiterhin offen. Eisenerz schmiert weiter ab. Sehen wir gleich in den Charts. Und gestern Neuseeland. Der Markt hatte akkumuliert den ganzen Tag. Konnte ich also als Opportunität nehmen. Auch hier sieht man, mega viel gearbeitet, Nacht vorher wenig geschlafen, letzte Nacht fast nicht geschlafen, massive Underperformance. Ja? Ich denke, der Volker hat da verdoppelt und verdreifacht. Schlechte Exekution eines Trades, den ich lange genug ausgesessen habe. Aber egal, a winner, winner is a chicken dinner. Weiter geht's. Über Nacht Yen Stärke, ja, und kanadischer Dollar Schwäche. Moody's hat 6 Banken dort runtergeratet. Schwierig, ja. Da seht ihr, wie die Nuancen wechseln. Öl, leichte Recovery, würde man unter Umständen, wer auch immer Mann ist, jemand, der neu im Geschäft ist, annehmen, okay, kanadische Dollarstärke. Nein, nein, mein Freund, Nuancen haben schon wieder gedreht. Gestern war die Story dann Moody's Downgrade von 6 Großbanken. Okay, warum hängt da? Entschuldigt. Asien leicht höher, Energy outperformed, Algerien und Libyen sind pro Öldeal-Erweiterung des Angebots und wir hatten DOE Oil Inventories, die wieder schwächer reinkamen, also stärkere Abverkauf von Ölinventar und das ist die 5. Woche in Folge und das hat endlich dem schwachen Ölmarkt noch einmal geholfen. Übrigens interessant, dass am Low vom Öl die Herren von Goldman Sachs gesagt haben, man soll Öl abverkaufen. Ja? Kleine Nebenbemerkung. S&P plus 11 Basispunkte, Nasdaq plus 6, aber der Dow konnte sich nicht halten, konnte nicht ins Grüne. Warum? Disney hat schlechte Zahlen gebracht und BA ebenfalls. Die haben ihre 737 erstmal eingestellt. Da gibt es irgendwelche Öllecks, war also nicht positiv. Der australische Aktienindex, ganz, ganz leichte Recovery weiterhin in Financials. Nikkei auch aufgrund von Yen-Schwäche leichte Erholung. Wir marschieren da in Richtung 20.000, Höchststand seit 2015. Herzlichen Glückwunsch an die Japaner. Hang Seng plus 40 Basispunkte, Shanghai den selben Betrag, Shanghai aber abgegeben. Warum? Commodity-Schwäche. Und der Regulator greift da drastisch ein. Ja? Nochmal dran erinnern, kommunistische Partei, 90-jähriges Jubiläum feiern dieses Jahr. Die werden verhindern, dass die Märkte komplett abschmieren, aber Eisenerz, Rohstoffe, schwächelnde Kreditmärkte, das sind alles Dinge, die wir jetzt seit über einer, weiß ich nicht, geraumen Zeitraum besprechen. Das ist alles auf dem Radar. 30-jährige Auktion in Asien, in Japan schlecht gelaufen, schlechter als letzten Monat. Übrigens 10-jährige in den USA auch, sehen wir gleich. Das ist von gestern, weiß nicht, warum das da drin ist. RBNZ unchanged bei 1,75, aber die Kommentare waren dovish. Warum bin ich dann long gegangen? Weil ich den Chart lesen kann und weil ich gesehen habe, dass die Big Boys akkumulieren. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Das hat auch nichts mit technischer Analyse zu tun. Das hat damit zu tun, dass du die Nuancen verstehst und dass du ordentlich den Orderflow lesen kannst. Also, was hat RBNZ gesagt? Sie werden in ihrer lockeren Geldmarktpolitik länger anhalten und es bestehen weiterhin vielfältige Ungewissheiten und darauf wird die Bank entsprechend reagieren. Alle, ich meine wirklich alle, ich kann euch 13 Research Pieces ad hoc zeigen, die alle davon geredet haben, dass sie mehr hawkisch kommt und der Kiwi-Dollar dann steigt. Und der Kiwi-Dollar ist auch gestiegen in diese Bewegung hinein. Ja, und dann kam die RBNZ und dann gab es mächtig auf die Nase. Das heißt also, die Big Boys haben ihre Long-Position den ganzen Tag über schon abverkauft, in das Dumb Money rein und dann gedreht. Und wir waren auf der richtigen Seite. If you know what you're doing, it's not that difficult. Neuseeland hat einen ganzen Punkt abgegeben, also Kiwi selber. Wir sind jetzt ungefähr bei 68,5. Governor Wheeler sagte, die RBNZ ist neutral. Also die Fed ist neutral und die RBNZ ist neutral. Auf das, wenn du meinst, du musst Forex handeln, ist es wichtig zu wissen, ob eine Zentralbank
in einem Hiking Cycle ist, in einem Senkungszyklus oder eben neutral. Und worauf schaut eine Zentralbank? Und das sage ich ja immer und immer wieder. Ich kann dir jede Strategie, jeden Markt, alles ausbilden. Ich nehme den Forex-Markt, weil es der einfachste Markt ist, weil die Zentralbank dir genau sagt, was sie machen. Und sie sagt, wir schauen auf die Inflationserwartungen. Und wenn die steigen nachhaltig, dann sind wir in der Lage, die Zinsen zu erhöhen. Okay, Assistant Governor McDermott sagte dann noch, ich werde es nie lernen, nie, nie, niemals werde ich es lernen, den auszumachen, wenn ich euer Video hier mache. Also, Inflationsdruck, McDermott sagte, Inflationsdruck ist heute genauso auf dem Stand wie im Februar noch und er ist nicht unglücklich über die Neuseeland-Dollar-Schwäche nach dem RBNZ-Announcement. Sehen wir also, diese Situation kann noch weiterlaufen. Kanadischer Dollar, sagte ich schon, Schwäche aufgrund von Moody's Downgrade von 6 nationalen Banken dort. Eisenerz minus 5% nach dem Open in China, sehen wir gleich nochmal einen Chart. Also der eine oder andere dachte ja unter Umständen aus der Entfernung, okay, da bildet sich jetzt ein Boden. Nein, nein, die Herren und Damen, das schmiert weiter ab. WTI hält sich über 47, wie gesagt, im Inventory Draws, Kupfer leichte Erholung, ja. Treasuries, schwache 10-Jahres-Auktion, sagte ich schon, Settlement fast unchanged, 1,24, 26 minus einem halben Tick. So, was haben die Fed-Sprecher gestern gesagt? Kashkari ist ein Voter und ein Duff und er sagt, Dodd-Frank möchte er für Großbanken so lassen, wie es ist, aber für kleinere Banken so möchte er es erleichtert sehen. Ah, interessant. Feds Rosengreen ist ein Non-Voter und Hawk, wiederholt 13 Schritte dieses Jahr, favorisiert auch die Reduzierung der Bilanzsumme. So, und er sagt, Fed soll doch bitte mal auf die Geschwindigkeit ihrer Schritte achten. Und er sagt, Beginn der Reduzierung der Bilanzsumme, warum nicht nach dem nächsten Zinshike? Okay. Deutsche Bank reduziert US-GDP-Forecast auf 2,5% von 2,7% für dieses Jahr und für 2018 runter auf 2,25% von 3,25%. Und jetzt warum? Weil sie die Wahrscheinlichkeit eines Steuerdeals und Fiskalmaßnahmenverabschiedung in den USA nun als geringer einstufen als vorher. Ja? Parallel dazu hat Goldman Sachs sich von seinem Long-Dollar-Call etwas verabschiedet. Die sehen jetzt also in den nächsten 12 Monaten Euro-Dollar nicht mehr bei Parität, sondern Euro-Dollar bei 1,05. Und sie sehen Dollar-Yen in den nächsten 12 Monaten nicht mehr bei 125 die Figur, sondern bei 118 die Figur. Ja? Sie sagen, der Trade-Weighted Dollar wird in den nächsten 12 Monaten nicht mehr plus 6,75% zulegen, sondern jetzt nur noch plus 3,25%. Und Sie sehen, dass der Dollar wie sagt man nochmal, britisches Pfund, japanisches Yen, Euro und Schweizer Franken outperformt, aber underperformen wird gegen Noki, CAD-Dollar und Aussie-Dollar als Beispiel. Ja? Also das ist auch ganz interessant, wenn die Großen ihre Erwartungshaltung ändern. Auch das, völlig klar und transparent, sagt ihr, teilweise, was der Markt denkt, weil ihr müsst euch immer darüber gewiss sein, diese ganze Institution, der ganze Smart Money ist nur darauf, euer Geld in unsere Taschen zu transferieren. Ich sage in Anführungszeichen uns, ich bin ja auch auf der Retail-Seite jetzt, ja. Aber die Insti-Seite, der Job besteht, euer Geld in unsere Taschen zu flanken. Und das machen wir auch sehr, sehr gut. Deshalb, manches Research, was du liest, ist tatsächlich right on. Und manches Research, wie gestern, dieser ganze hawkische Unsinn, da wurde genau das Gegenteil publiziert von dem, was die Trader am Desk exekutiert haben. Ja, die sind nämlich auf die Neuseeland-Dollar-Schwäche schon gegangen. Aber es passiert häufig und häufig und häufig. Wir hatten das mit der Macron-Wahl, buy the rumor, sell the fact. Wir hatten das jetzt mit der RBNZ. Wir hatten diese Bullshit-News vor zwei Nächten, wo nochmal Risk-Off-Sentiment induziert wurde, ganz kurz, als der nordkoreanische EU-Botschafter gesagt hat, sie würden amerikanische Assets in der Region einäschern. Das wird alles genutzt, um die Märkte dahin zu bewegen, wo das Smart Money sie sehen möchte. So, von Super Thursday heute. Deutsche Bank Strategie sagt, fade the move higher. Jetzt sagt mir jeder technische Analyst, das könnt ihr tausendmal besser als ich, dass wir ein Rising Wedge haben im Pfund US-Dollar.
Ja, genau, haben wir. Cable ist ein Rising Wedge. Sprich, charttechnisch für fallende Preise ist mir völlig Latte. Gestern hatte ich 2 Stunden Webinar mit meinen Tradern. Wir haben Market Profile durchgesprochen und VSA. Und der Joe hatte am Ende nochmal gefragt, wie sieht es aus mit Cable? Die Situation ist unsauber. Sie ist unsauber. Sie ist nicht so glasklar wie gestern zum Beispiel Euro-Neuseeland Long. Das war glasklar. Also ich habe den live aufgenommen, den Trade. Den werde ich meinen Tradern schicken. Dann können sie den ganzen Tag sehen. Ich habe den vormittags aufgesetzt und nachts war der Payoff. Ja? Da hätte jeder Retail-Trader, der die Masse schon 95 Mal irgendwie den vorher zugemacht. Nein, du kannst es ja sehen, dass die Big Boys sich dementsprechend positionieren und so klar ist es im Fund heute eben nicht. Deshalb Füße stillhalten, warten, was die BOE sagt, warten, wie die QIR kommen, warten und dann aufgrund von den veränderten Situationen dementsprechend agieren. Ja? Das heißt nicht, dass du davor sitzt und das scalpen sollst, sondern wir schauen, ob das eine nachhaltig fundamentale neue Situation heute ergibt. Wow, laber ich heute viel. Ich bin müde. Entschuldigung. Fade the move higher. Also, Sie sagen, Pfund teurer aufgrund vom relativen Zinsunterschied UK-US. Sie sagen also, das Pfund-Pricing ist ein Grund, Inflationserwartungen ist ein anderer Grund, nämlich, dass die sogenannten Pass-Through-Effekte der Pfund-Schwäche stärker und besser funktionieren als der Markteinpreis. Und April PMIs kamen gut. Somit könnte ein Hawk wie Sanders auf die Seite von Hawk Forbes wechseln. Ja? Insgesamt fand ich die Strategie gar nicht so schlecht. Auch ich denke, dass der Move Higher, wenn da die entsprechende Preis- und Volumenreaktion kommt, tatsächlich interessant sein könnte zu faden. Aber das muss ich sehen in dem Moment. Das sehe ich nachher. Das kann ich nicht jetzt hier prophezeien. Ja? Okay, Eisenerz. Da sehen wir es nochmal. Wir sind gestern nochmal abgerauscht. Und das ist das Preisniveau vor der Trump-Wahl, dann kam die Trump-Wahl. Diese ganze Move im Eisenerz nennen wir Reflation Trade. Wer das nicht weiß, googeln oder ja, sonst müssen wir ein Webinar machen über was war eigentlich der Reflation Trade. Die Pros, die sich das hier ansehen, werden das genau wissen. Servus Conny, servus Nadine, servus alle. Hier sind wir, der Reflation Trade ist off in Sachen Eisenerz und der Grund ist, der Grund ist, dass wir Margenanforderungen und Short-Term Rates, also Leitzinsen, steigen an. Das heißt, teilweise sind die Cash, die Physical Trader, fünffach gehebelt und wir haben massives Oversupply. Brasilien hat geliefert, Australien hat geliefert, die Halden sind voll. Wir gehen jetzt saisonal bedingt in eine Periode hinein, wo China-Nachfrage grundsätzlich in diesen Wertstoffen geringer ist. Das heißt, da ist Druck auf der Pipe und die gehebelten Longs mussten anfangen, Positionen zu werfen. Das ist zumindest die Annahme. Sowohl Citi als auch der größte Futures Brokers in Dalian hat es publiziert. Das ist der Grund. So, ich sehe schon gerade, ich muss mich ein bisschen beeilen. Ist natürlich schlecht für den Aussie-Dollar, ne? Deshalb bleibt unser Trade erstmal offen. Währungspaar heute im Fokus, Short Neuseeland-US-Dollar, also Short Kiwi. Wir hatten die Dovish RBNZ. Wir müssen schauen, ob der Markt dann noch weiter abschmiert oder nicht. Und wir haben Dollar Stärke, 99,50 sogar der EXY im Moment. Risiko für den Trade ist, dass wir auf Risk-On switchen, weil dann sehen wir Zuflüsse in der Carry-Currency Neuseeland und oder, dass die US-Zinsen ein bisschen runterkommen. Ich guck mal ganz kurz mit euch auf den Markt, das haben wir nämlich heute noch nicht gemacht, Entschuldigung. Also erstmal Stärke gegen Schwäche, wir sehen also hier Neuseeland Recovery, ja, okay, fine. Und ach, der Euro ist recht stark, können wir uns Euro-Neuseeland auch mal ansehen. Aber gut, ich habe jetzt den Slide gebaut, wurscht. Und wir wollten die Märkte ganz schnell zusammen ansehen. Wo sind die Märkte? Wo sind die Märkte? Hier ist Forex Factory, sind die Märkte hier? Ja, wir haben also BOE, genau richtig. Und hier sind die Märkte. Also Dollar-Yen über der 114, das ist gut, das hält sich. Crude, wie gesagt, 44, hier kann das Research raus von Goldman geben, geben, geben. Nichts geben hier. Ja, wir haben sogar über der 47 gehalten. 98,25 wird der nächste Test. Gold ist wurscht, seitwärts. Kupfer, da sehen wir es, ja, leichte Erholung. Aber wir können hier noch nicht von einem Bottom sprechen. Ja, das werden wir aber sehen. Das ist ein Daily Chart. 2 Jahre, jetzt gucken wir uns die Zinsen an. Also 2 Jahre, 30 Jahre 3,03. Ne? Wir sind über der 3, das ist interessant. 10 Jahre über der 2,32, das ist auch gut. Also, wenn die Zinsen runterkommen, dann könnte der Dollar ein bisschen schwächeln. Ist definitiv ein Aspekt, der für den Trade im Auge zu behalten ist. Und hier ist der Trade.
Short Neuseeland Dollar, also Teile der Position hier, weil wir müssen Value verkaufen jetzt. Ja? Wir können jetzt nicht einfach hier rein marschieren und loslegen. Wir brauchen Value, wir brauchen die richtige Preisreaktion und vom Orderflow ebenfalls. Also das sind zwei Regionen, bei denen ich Interesse habe, den Short aufzusetzen. Entschuldigung, es ist ein bisschen länger geworden heute. Heute ist Donnerstag, ich werde mich mal richtig auspennen morgen. Wir hatten zwei Anmeldungen, also wer noch im Juni kommen möchte, ich glaube, es ist jetzt voll. Aber sonst schreibt mir einfach. Ansonsten stelle ich die Seite um, könnt ihr euch für September eintragen. Vielen herzlichen Dank, super schönes Wochenende. Es war eine nicht ganz leichte Woche, also gut, für den einen oder anderen. Ich fand gestern super und ich hoffe, dass Super Thursday uns im Fund heute nochmal Easy Money macht. Ich nehme das zurück. Es gibt kein Easy Money. Dass wir gute Opportunitäten sehen, wo die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass wir smarte Wetten einsetzen. Lass es mich so sagen. Alles klar. Happy Weekend an euch. Ich freue mich auf Dienstag. Macht's gut und alles Gute. Bye, bye.